Jeden Morgen wartet die Arbeit auf uns. Denn ohne uns bleiben die Geschäfte leer, kommt kein Essen auf den Tisch, verschmutzen die Büros, pflegt niemand unsere Kranken und Alten. Wir schauen, dass das Werk läuft. Aber wer schaut auf uns? Wer kennt unsere Bedürfnisse? Wer weiß, was wir brauchen? Wir. Rauchfreie Arbeitsplätze, Schutzbestimmungen beim Hantieren mit chemischen Substanzen, Ruhezeiten für Lkw-Fahrer. Vieles davon wird heute bereits in Brüssel entschieden. Aber von wem? In Brüssel kämpfen auf der einen Seite 400 Arbeitnehmervertreter für uns arbeitende Menschen und andererseits 11.000 Lobbyisten aus der Wirtschaft für die Interessen der Konzerne. Und das müssen wir ändern. Und das können wir ändern. Denn wer schaut auf uns, wenn nicht wir selbst? Mit unserer Stimme bei der Europawahl stärken wir die Arbeitnehmervertreter im Europaparlament. Holen wir uns mehr Einfluss in Brüssel. Wir halten zusammen. Am 26. Mai machen wir uns gemeinsam für ein gerechtes Europa stark.